Lydios für etwas bekannt ist, dann Schleim. Das und Muckis, die selbst den Koch neidisch machen. Oho, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monster Hunter World Iceborne. Heute jagen wir den Brachydios. Und wie es scheint, hat er sogar so große Muskeln, dass er selbst den Koch damit neidisch macht. Und ich meine, habt ihr schon mal den Koch Palico angeguckt? Der, keine Ahnung, der hat so einen Bizeps, der ist größer als mein Oberkörper oder so. Also mit dem, puh, wenn man den mal als Palico mitnehmen könnte, Alter, der wird das Monster einfach totschlagen. Der wird hingehen, dem erstmal eine Schelle geben, links, rechts, und dann ist das Monster schon tot. Also noch nicht mal tot, das ist einfach aus der Existenz radiert dann. Das wollte ich nicht, ich wollte... Ach, das kann ich noch nicht, ich muss mir erst die Zwischensequenz angucken. So, wie ihr vielleicht merkt, ich habe neue Doppelklingen. Und zwar habe ich mir mal welche von dem Master Rank Erzbaum gemacht. Die haben kein Element, also ein verstecktes Gift, aber das habe ich jetzt nicht aktiviert. Die machen auf jeden Fall grundsätzlich mehr Schaden als meine hier Dezimierungsklauen. Die haben allerdings, wie gesagt, kein Element, also kein Drachen oder so. Deswegen, ja. Ich würde gerne das Gift noch aktivieren, aber dafür habe ich nicht genug Platz, dass ich das mit Superwaffenjuwelen aktivieren könnte. Deswegen, ja. Ein elementloses Juwel habe ich leider auch nicht drin. Ist ein bisschen blöd. Muss ich nochmal kurz machen, also kurz gucken, wie ich das nochmal besser machen könnte, dann nächste Folge oder so. Aber ich habe jetzt wieder zwei Gesundheitsboosts, das heißt, ich habe wieder ein bisschen mehr Leben. Und ich hoffe, dass das jetzt alles gut klappt, so mit dem Kampf. So, wo muss ich denn hin? Hoch, runter? Oh Gott, was ist jetzt passiert, Alter? Warum bin ich aus dem Spiel rausgetappt? Da sind Fußspuren. So, Brachydios ist auch aus dem alten Game. Ist auch ein ziemlich cooles Monster, finde ich. Auch wieder ein Fan-Favorit. Ich glaube, so fast nur so Fan-Favoriten wurden hinzugefügt. Also so bekannte Monster, die viele Leute mögen. Aber Brachydios ist so ein großes, tankiges Monster, sage ich mal. Also so groß ist er jetzt auch nicht. Aber der hat so Fäuste, die mit so Schleim zugewachsen sind. Und der Schleim kann eben an Sachen kleben bleiben und explodiert dann. Und das hat auch noch so ein Horn auf dem Kopf, was er auch gleich benutzen kann. Also da kommt auch dieser Schleim raus. Ist er hier unten oder was? Ah, ja. Alter, mit neuen Texturen einfach. Mega geil. Den hat man ja bis jetzt nur mit schlechterer Auflösung sehen können, sag ich mal. Ich würde gerne den Uragan looten, aber... Oh Gott, Alter. Was geht denn hier schon wieder? So, erstmal muss ich meine ganzen Sachen süffeln. Das wäre ganz angenehm zu machen. So, nein! Oh Mann, Alter. Bin ich dumm. Hoffentlich springt er einfach hoch und macht dabei die Bombe kaputt. So, Panzerhaut, wo ist mein Energy-Zeug? Habe ich nichts dabei, oder was? Sprintsaft? Doch, da. Komm, schlag die Bombe. Nein. Oh, oh. Komm, mach die Bombe kaputt. Oh, fuck.
Ach, ich habe den Schleim schon wieder an mir dran. Muss man die ganze Zeit ausweichen, oder was? Bevor ich jetzt explodiere. So, ich sollte ihn, glaube ich, mal angreifen. Das wollte ich nicht. So. Ich hoffe jetzt, dass die wenigstens einigermaßen gute Entscheidungen waren, die Doppelklingen. Wenn nicht, dann ja, werde ich nach dem Kampf jetzt einfach wieder die anderen nehmen. Weil die kann man eigentlich auch noch upgraden, aber ich habe das Upgrade noch nicht. Hier bräuchte man... Alter, macht das viel Schaden. What the fuck? Hier bräuchte man Explosionswiderstand gegen den. Das wäre hier gut zu haben. Aber Alter, macht das viel Schaden. What? So, komm, hier reinschießen. Oh, fuck. Oh, fuck. Alter, das kann ja... Ich sehe jetzt schon, das kann schön werden, der Kampf. Nein, das wollte ich nicht. Heilung bitte. Er kommt hoch. No. Was war das denn? Warum ist sie denn gerade stehen geblieben? Was an denen hier halt gut ist, die machen nicht ganz so viel Schaden wie meine alten, aber die haben dafür weiße Schärfe. Und davon nicht allzu wenig. Ist auf jeden Fall eine gute Sache. Er haut ab. Okay. Jo, läufst du hier runter? Nein. Ich habe auch das Notleuchtzeichen schon aktiviert. Also es könnten mir Spieler beitreten, wenn sie wollen. Ich hoffe mal. Dann ist es vielleicht wieder ein bisschen einfacher. Ja, aber ansonsten finde ich Brachydios ist auch vom Design her ein ziemlich cooles Monster. Vom Kampf her kann ich mir jetzt schon denken, dass ich ihn nicht sonderlich mag, weil ja, überall Explosionen, Fettschaden, also zumindest jetzt noch. Vielleicht später, wenn ich bessere Rüstung habe, dann ist er vielleicht nicht mehr so AIDS, aber jetzt gerade gefällt er mir nicht so. So, wenigstens kann ich hier gut sliden. Nein, ich will sliden, du Sack. Oh fuck, ich stehe genau in der Explosion drin. No! Oh Gott, Alter, das macht viel zu viel Schaden. Wo ist mein Anzug? Fuck. Gut, da wäre ich schon fast einmal gestorben. Nein, ich explodiere gleich. Na, das ist ja unfair, was soll das? Hä? Was war das denn? Ich wurde wiederbelebt. Und dann stand die da einfach nur rum. Warum auch immer. Hat sich nicht bewegt. Habe ich... Ah nee, ich habe es ja noch nicht mal aktiviert. Stimmt. Nein. Jetzt kann ich es aktivieren. So, hoffentlich sind ein paar Leute gerade so in der Stimmung, Brachydios zu jagen. So, und noch ein uralter Trank. Wo ist denn der überhaupt, Alter? Jetzt darf ich wieder laufen. Ja, also Tigrex und Brachydios sind jetzt schon wieder eine Stufe höher vom Schwierigkeitsgrad. Das merkt man schon. So, weil... Was war davor? Nagakuga und... Glavenus, die gingen jetzt. Die waren zwar auch schon schwieriger als die zwei davor, aber ja, die waren jetzt noch nicht so großer Unterschied vom Schwierigkeitsgrad her. So, jetzt bitte. Na, jetzt haut er ab, oder was? Nein, ist doch scheiße. Jetzt ziehe ich mir meinen Scheißanzug schon an.
Und dann rennt er weg. Ich habe den Uragan noch nicht mal gelootet. Hier sind explosive Kröten, aber die helfen mir jetzt gerade noch nicht sonderlich gut. So, bitte, nicht brüllen oder so. Ja, gut. Gegen die Wand ist er jetzt auch nicht gerannt. Nein, nicht die Nitro-Kröte, ich will den Stein haben. Nicht dahin, ich will an seinen Kopf. Bitte renn jetzt gegen die Wand. Danke. Ja. Aufhören bitte. Oh, ist er jetzt Rage Mode oder was? Oder warum leuchtet der Scheiß jetzt auf seinem Rücken so komisch? Ja, ich habe meinen Anzug nicht mehr. Ist nicht so geil. Komm, Lähmkröte. Warum? Warum wurde die Lähmkröte nicht aktiviert? Die hat sie doch getroffen. Die Lähmkröte ist einfach so gar nicht interessiert. Da wird zwar alles um sie herum gesprengt. Und ich sterbe jetzt gleich wieder schon. What the fuck, Alter? Wie kann es denn sein, dass ich immer so hart verreck durch alles? Als ob meine Rüstung so schlecht dafür ist. Oder was? Ich kapier's nicht. Was ist das Problem? So, ich werde jetzt erstmal Waffe ändern. Und zwar nehme ich, glaube ich, mal meine Switch Axe. Vielleicht klappt es dann besser. Ja. Und nochmal versuchen, würde ich sagen. Jetzt darf ich dann nochmal hingehen. Oh, was? Oh! Zwei Leute sind drin. Okay, das ging schnell. Ja, schön. Jetzt dürfen wir noch einmal verkacken. jetzt fühle ich mich scheiße. Nein, ich will das nicht sammeln. Da ist er ja, der Markus. Oh. Die anderen haben anscheinend auch noch nicht sonderlich krasse Rüstung. Zumindest Zodiache. Weil der kriegt auch gut Schaden. Bitte nicht sterben, Leute. Das wäre echt nett. Alter! What the fuck? Was geht jetzt? Ja, ich glaube, der ist jetzt Rage Mode. Kann ich ihn bitte riden? Das wäre ganz nice. Ja, von hier nicht. Ich muss schon sliden und hüpfen. No, geh weg! Oh, einer hat Wirkbereich. Das ist immer nice. Dann heilt man auch seine Mates, wenn man irgendwas trinkt. Oh, ich könnte versuchen, einen Mate mit meiner Axt hochzuschlagen. Und dann kann der den dadurch riden. Das müsste man eher machen, wenn man mit Mates auf Teamspeak ist oder so. Dann kann man das besser absprechen. Nein, nicht in den Schleim. Ich finde es halt blöd an den großen Waffen, die sind halt so langsam. Und mit schnellen Monstern, da trifft man die dann immer nicht so gut. Und so ziemlich fast jedes neue Monster, was ich bis jetzt bekämpft habe, war irgendwie so halbwegs schnell zumindest. So. Was macht Markus? Der ist AFK. Okay, jetzt sind wir hier unten. Ich habe keine Schleudermunition, leider. Nein, nein, nein. Aber ich habe wieder mein Dings hier, mein Mantel. No, no, no!
sind die anderen? Ja. No. Wie geht's denn? Ja. Nein. Ja. So. Ich greife Vögel an. Ich will die Vögel nicht angreifen, ich will den angreifen. Komm, ich will mich dranhängen. Jetzt hör auf, dich so schnell zu bewegen. Warum sind alle neuen Monster immer so schnell und flink? Oder bewegen sich ziemlich viel? Ich habe sogar seinen Kopf getroffen. Nice. Der war leider nicht geschwächt. Lass mich in Ruhe. So, nochmal den... Nein? Wie bin ich jetzt abgesprungen? Ich wollte den Schwanz schwächen. So, vielen Dank. Ja? War jetzt nicht ganz so geil. So, ihr habt nichts gesehen, Leute. Es ist auf jeden Fall keine neue Runde jetzt. Das ist immer noch dieselbe und ich habe auf jeden Fall, also wir haben auf jeden Fall nicht verkackt letzte Runde. So, ich versuche es jetzt wieder mit meinen Dolchen, mit den neuen, weil die will ich schon noch ein bisschen ausprobieren. So, ich brauche Hylios Material. Die Dornenkapseln könnte ich ihm auch noch an den Schwanz tun. Den habe ich sogar unterbrochen. Und dann kann man da nochmal schön Schaden machen. So. Wo ist hier? Genau, ich ziehe einfach mal einen Umhang an. Es sind sogar jetzt 4 Leute drin, oder? Nee, immer noch 3. Das sah nur gerade aus wie 4 irgendwie. So, kann ich hier sliden? Ist es steil genug? Ja. No! Muss der sich jetzt wegbewegen? Komm hier, gib mir Stein. Dann geh in dein Fress. Und dann bitte renn gegen Wand. Nein? Okay, er hat sich gar nicht bewegt. Okay, geht auch, nehme ich an. Ja, also wenn der Schwanz abgehen würde, wäre das schon mal ganz nice, finde ich. Ich schaff's aber nicht, auf ihn drauf zu kommen. Ja, jetzt. Danke. Aber jetzt ist er Rage-Mode. Ja. So, Mantel ist weg. Nächster Mantel. Oh, ich habe sogar noch was erwischt. Heftig. So, an seinen Arm. Jetzt ist er schon geschwächt, aber egal. So. Jetzt auf seinen Kopf. Ich finde aber seine Rüstung, also seine Panzerung, sieht eigentlich ganz cool aus so. Also nicht für den Jäger, sondern die, die halt der Brachylios so an sich hat. So obsidianmäßig sieht es aus. Ich weiß nicht, ob das Obsidian ist vielleicht. Oder Obsidian-ähnliches Zeug. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Ich glaube, die Waffen von dem haben auch, also könnte ich mir vorstellen, den besten Explosionsschaden. Also danach werde ich auf jeden Fall mal gucken, ob der eine Switch-Axe hat mit guten Stats und so. Weil ich wollte mal eine Switch-Axe mit Explosion haben. Weil die Switch-Axe ja eh Explosionen macht. Und dann dachte ich mir, warum nicht. So, da rennt er weg. Bleib hier. Sack. Ist angenehm mit weißer Schärfe. Kommt man immer schön durch die ganzen Sachen durch, prallt nicht ab. Ich finde auch ab und zu einfach mal so Spuren von irgendwelchen Monstern, die ich gar nicht entdeckt habe. Also ich weiß nicht, welches Monster das hier noch ist, was sonst so rumläuft. So, komm. Rein damit. Oh, okay.
auf seinen Schwanz, würde ich sagen. Der muss ab. Die anderen sollen auch mal auf seinen Schwanz gehen. Der muss mal abfallen. Schleim, Schleim, da muss ich weg. Ist sein Schwanz ab? Ja, sein Schwanz ist ab. Nice. Ich loote kurz. Oh, Nazurata, das haben die einen Revierkampf? Bitte haben die einen Revierkampf. Ich mag es immer, Revierkämpfe zu sehen. Sieht nämlich cool aus. Warum hat man Revierkampf? Ja, Revierkampf. Okay, mal sehen. Wie sieht das aus? Oh fuck. Der hat ihn erstmal schön runtergeslammt. Ach, war der Brachylios beim Deck? Uff, scheiß Rathalos. Geh weg. Ja, der ist jetzt dagegen gerannt. Ich lasse ihn einfach mal da liegen. Ich hoffe, der folgt uns jetzt nicht. Och. Jetzt renn weg. Der Rathalos sieht dich noch. Verfolgt er uns jetzt? Nee, ich glaube nicht. Oh, jetzt muss ich erstmal wieder ein Kaltgetränk trinken. Oh nein, die habe ich ja weggetan. Oh, so ein Scheiß. Ja. Dann nicht. Oh, ich habe Explosion. Ich verliere jetzt halt durchgehend Leben hier, weil es hier drin zu heiß ist. Oh Mann, Alter. Warum sind die ganzen neuen Monster alle so aggressiv? So schnell. Greifen schnell an. Greifen vor allem stark an. No. Bitte nicht. Warum muss ich da jetzt abfallen? Oh ja, mit deinem Schwanzstummel wirst du viel erwischen. Schon wieder! Es ist immer so, ich versuch's und dann falle ich ab. Alter, was war das? Oh nein, ich bin betäubt. Ich bin tot wahrscheinlich. Ja. Geil. Ah. Ich habe halt nichts für Explosionswiderstand auf meiner Rüstung. Das ist halt unpraktisch. Habe ich noch? Nein, habe ich nicht. Dann muss wieder ein uralter Trank her. So, und auch Megabomben wieder auffüllen. Okay, ich bin dumm. Ich kann auch gleich meine Megatränke und so wieder auffüllen. Oh Gott, diese zwei Folgen hier mit Tigrex und Brachydios. Das sind die zwei verkackhaftesten Runden, die ich bis jetzt hatte. Ah, und Kaltgetränke kann ich mir auch noch holen. Ich vergesse alles. Schon spannendes Gameplay, muss ich sagen, hier, was ihr jetzt gerade seht. So, Kaltgetränk statt Heißgetränk, ja. So. Der Rathalos gesellt sich wieder dazu.
Alter, der Brachydios springt hier durch die Gegend. Wann jetzt haut er ab, oder was? So, da war noch eine Kapsel. Schleuderbombe, die nehme ich doch gern. Jo, Rathalos, hau mal ab. Hier ist er jetzt. Ich meine erstmal. Wahrscheinlich springt er jetzt genau auf mich. Nein, sogar nicht. So, hier. Nimm die Bombenkapseln. Das wollte ich nicht. Ich hatte Explosion. Komm her. Mann, erwische ich viel mit meinen Kombos immer. Das Explosion-Ding loswerden. Fuck me, Alter. Überall dieser Schleim. Alter, wie oft muss man denn ausweichen, bis das scheiß Explosionsding weg ist? Also für die Leute, die nicht kapieren, was ich meine, da kriegt man so einen Effekt, wenn man von dem Schleim getroffen wird, dann klebt er eben an dir und dann musst du ausweichen, damit er wieder weggeht. Und ja, das dauert halt ziemlich lang. Wenn ich ausgewichen bin, habe ich ihn gleich wieder. Was ist das denn? Ich schaffe ja gerade gar nichts. Noch nicht mal irgendwie ein bisschen anzugreifen. Alter, was ist das? Ich bewege mich und werde getroffen. Jetzt können wir ja hier die Bombenkapsel noch irgendwo reintun. Da, in deinen Schwanz. Da unten liegen auch neue. So, die kommen in meinen Kopf, bitte. Nein, okay. Doch, jetzt kommt, bitte. Jetzt nicht angreifen. Ah, ich hab's mal geschafft. So, jetzt. Nice. So, auf seinen Kopf drauf. Nein, komm, lass mich da dran. Der Rathalos ist schon wieder da. Wir wollen dich nicht, Rathalos. Hau ab. Jetzt ist aber schon müde, der Brachydios. Jetzt greife ich den Rathalos an. Das will ich ja gar nicht. Wenigstens greifen die sich jetzt gegenseitig an, sodass der jetzt nicht mehr so auf uns konzentriert ist. Ja, da ist er schon tot. Ah ne, er wurde gefangen, okay. Ich dachte schon. Lass uns zurück und Bericht erstatten. Ja. Der scheiß Rathalos ist immer noch da. Ja, also ich glaube, die Doppelklingen, die ich habe, die neuen, sind sogar wirklich besser, wenn da noch Gift drauf ist. Also muss ich gucken, dass ich hier ein Bild mache, womit ich das Gift aktivieren kann. Aber ja, das war der Brachydios. Dann haben wir den jetzt auch. Ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Kommen jetzt schon gleich Velkana? Oder was kommt jetzt? Okay. Hast du gut gemacht.
Wir werden das schaffen. Okay. Wir können endlich den Velkaner stellen. Aber warum in der Heimat der Ältesten? Anscheinend wirklich den Velkaner als nächstes. In der Heimat der Ältesten, wo wir jetzt auch gerade gekämpft haben. Aber das Ganze wird dann erst in der nächsten Folge passieren. Aber wie immer, ich hoffe, euch hat diese Folge auch gefallen, wie wir den Brachydios bekämpft haben. Wenn ja, dann gebt doch mal einen saftigen Daumen nach oben. Vergesst das Video nicht zu teilen. Und Abo da lassen, falls euch das alles hier gefällt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!